Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, entschuldigt bitte den riesigen Trubel hier im Hintergrund, aber ich muss leider heute sehr, sehr spät aufnehmen, weil den ganzen Tag lang ein Update durchgetreten worden ist und wir, beziehungsweise ich, keine Zeit hatte, da vorher noch reinzugehen. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo die Hauptquest jetzt hier weitergeht. Ne, da unten, das ist eine andere Quest. Hier. Achso, wir sind immer noch in Schnittermark übrigens, in Knorka. Das nur so zur Info, hier in der Mitte. So. Willkommen im Tempel von Knorka, Mondgeweihte. Ich komme gerade aus Arentia. Die Stadt ist frei, aber die Mähne... Dieser weiß es schon, Geweihte. Die frühere Mähne, Akusri, ist hier. Vorbereitungen werden bereits getroffen. Euer Pfad zum Tanz der zwei Monde beginnt hier und jetzt. Die Champions sind hier. Sie haben eure Ankunft mit viel Enthusiasmus erwartet. Seid ihr bereit, euch ihnen drinnen anzuschließen? Das bin ich. Hervorragend. Die Königin, der Silvenar und selbst das gefallene Licht Akusri sind dort drin. Die Vorgesetzte von diesem Kausanabijo erwartet euch auf dem Podest. Folgt Hadamdo, Mondgeweihte. Geht voraus. Ich gehe trotzdem mal voraus. Solange wie der braucht, um einmal reinzugehen. So. Wir müssen nach unten. Optionale Schritte. Sprecht mit der Elite. Ich soll eigentlich mit Katsu Dingsbums sprechen. Das ist die da oben in der Mitte. Okay, dann sprechen wir erstmal mit den anderen. Ich kenne diesen Geruch. Das Grün bewahre euch, meine Freundin. Der Silvener und ich sind froh, dass wir hier sein konnten, um das kajitische Volk zu unterstützen. Bereitet der Sturz der Mähne den Waldelfen denn keine Sorgen? Oh doch. Mein Volk ist stark gespalten. Ich glaube, dies ist einer der verwundbarsten Momente, den unser zartes Dominion bislang erlebt hat. König Camoran selbst spürte, dass er in Walenwald bleiben musste. Ganz nah bei seinem Volk, damit es sich nicht zu sehr zu sorgen beginnt. Was meint ihr? Ich habe mit den Champions gesprochen und sie ein bisschen beschnuppert. Sie scheinen von starkem, schönen Wuchs zu sein, ganz wie mein Silvener. Ich fürchte aber, dass sie noch nicht die Erfahrung und das Alter haben, die eine Mähne eigentlich braucht. Doch ich bin bereit abzuwarten und mich überraschen zu lassen. Nun gut, wer war da noch? Ach, Königin Iron! Meine Freundin, freut mich, euch wiederzusehen. Ich bin so aufgeregt, da ich Okelmo überzeugen konnte, hier rauszukommen. Wir müssen Akusri und die Champions unterstützen. Das ist ein anfälliger Moment für unser zerbrechliches neues Dominion. Dann zeigen sich die Hochelfen also besorgt wegen des Sturzes von Akusri? Vorsichtig wäre vielleicht ein besseres Wort. Seit der Gründung des Dominions gab es eine Menge politischer Unruhen. Die alte Garde in Auridon, der Widerstand gegen die Regentschaft von König Camoran. Und nun wird auch noch der spirituelle Anführer der Khajiit von einem dunklen Geist verdorben. Ja, Tamriel halt, ne? Was meint ihr? Ich kenne den Redner und die Mähne seit Jahren und habe vollstes Vertrauen in sie. Ich habe hier im Tempel mit Charza und Kali gesprochen und bin sehr beeindruckt. Die Sommersendinseln werden Elsweyr unterstützen. Komme, was wolle. Das ist schön zu hören. Schön zu hören. Auch wenn wir gerade nicht in Elsweyr sind. Aber egal. Wer ist denn hier noch drin? Ah. Geweihte, seltsam, euch mit diesem Titel anzusprechen, nach allem, was ihr schon für das Dominion getan habt. Aber das wurde wohl vom Mondlicht bestimmt, nicht wahr? Was für eine Reise. Was halten die gewöhnlichen Khajiit von alledem? Die Kunde von Akusris Sturz hat sich in Windeseile verbreitet. Ganz Elsweyr spricht über diese beiden jungen Frauen. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ist es das erste Mal, dass es gleich zwei Anwärter auf das Amt der Mähne gibt. Das erzeugt eine Menge Gerede. Macht ihr euch Sorgen, wie eure Leute darauf reagieren werden? Ich habe die Elternübereinkunft unterzeichnet, Reisende. Die Leute vertrauen mir und meinem Urteil. Sie wissen, dass ich der nächste Mähne als guter Sprecher dienen werde. Mit meiner Hilfe werden die Leute sie lieben lernen.
Das ist gut zu hören. Und wer ist hier? Ach so. Dieser hier ist höchst geehrt, vor der Mondgeweihten zu stehen. Ihr habt so viel für das Volk von Akus Ri getan. Seiner Ansicht nach mehr, als er selbst seit einer Weile dafür getan hat. Wie geht es euch, Mene? Ihr spricht Lügen. Wie dieser schon in Arentia sagte, ist Akus Ri nicht länger die Mene. So. Die Berührung durch die Dunkelheit, die Befleckung durch die Kreatur Javad Tarns bleibt an ihm haften. Er kann nie wieder gut machen, was er getan hat. Moment, Javad Tarn. Die meinen gar nicht unseren Tarn, oder? Dann ist es gut, dass ihr hier seid, um die Champions zu unterstützen. Dieser kennt Shazar und Kali, seit sie als Junge in den Tempel kamen. Sie sind jetzt starke, stolze Frauen. Unser Volk wird in guten Händen sein. Ganz gleich, wer von ihnen auf dem Pfad der zwei Monde wandelt. Und ich habe mich ja noch in der letzten Folge ständig gefragt, wieso hat das was mit Tarn zu tun, weil das storymäßig auch gar nicht passte. Alle haben sich für die Zeremonie versammelt. Mit eurer Ankunft können wir beginnen. Was muss ich tun? Die Zeremonie beginnt mit dem Verzehr des Mondzuckerelixiers. Was? Dieses einzigartige Gebräu macht den Verstand empfänglicher für die Berührung von Ione und Jode. Ja, das sagt man immer über Drogen, aber es stimmt nicht. Dann was? Wir haben den Tempel für diese besondere Prüfung vorbereitet. Noch nie in der bisherigen Geschichte gab es zwei Anwärter auf den Posten der Mähne. Ihr werdet mit jedem der beiden Champions eine Reise unternehmen müssen, um ihre Ratgeber zu treffen und ihre Vergangenheit zu erforschen. Es gab auf das Amt der Mähne noch nie zwei Anwärter gleichzeitig? Noch nie. Die Champions wurden unter einer besonderen Konstellation der Sterne und der Monde geboren. Wie alle Anwärter. Doch noch nie in unserer Geschichte wurden genau zur richtigen Zeit Zwillinge geboren. Irgendwann gilt es daher, eine Entscheidung zu fällen. Eine Entscheidung? Eine Entscheidung worüber? Es kann nicht zwei Mähnen geben. Irgendwann muss eine Wahl zwischen Kali und Shaza getroffen werden. Und als Mondgeweihte werdet ihr diese Entscheidung fällen. Das ist geil. Ich kann sagen, was ist der Zweck dieses Rituals? Und sie hat gar nicht von einem Ritual gesprochen. Okay, was ist der Zweck dieses Rituals? Jede Mähne wandelt auf drei Pfaden. Auf dem Pfad des Lebens reift man, liebt man und lernt man. Mit der Zeremonie hier und heute beginnt der Pfad der Prüfung. Nach der Reinigung im Tempel stellt sich jeder Anwärter einer Prüfung, die einzigartig ist und auf seinem Pfad des Lebens beruht. Das sind nur zwei Pfade. Was ist der letzte Pfad? Um sich als würdig zu erweisen, muss ein Anwärter den Pfad der Prüfung bis zu seinem Ende beschreiten. Hier in der Mark ist das der Tempel in Düne. Dort werden Shaza oder Kali auf dem letzten Pfad wandeln. Dem Pfad der zwei Monde. Lasst uns später mehr von diesem Tag sprechen, Geweihte. Okay, aber Ihre Ratgeber, was soll das heißen? Jeder Anwärter, der dieses Ritual vollzieht, trifft auf eine Figur aus seiner Vergangenheit. Der Pfad der Prüfung ist dazu bestimmt, den Anwärter von Zweifel und Reue zu läutern. Der Ratgeber hilft bei diesem Vorgang. Und das Elixier? Das Mondzuckerelixier ist der Schlüssel zu dem Ritual. Es erlaubt euch, die Tore eures Verstands weit aufzustoßen und im Licht der Monde zu baden. Die Berührung von Ione und Jode wird eure Sinne durchdringen. Ich danke euch, Priesterin. Ich bin bereit. Hervorragend. Lasst uns anfangen. Wir haben uns hier versammelt, um die Champions auf ihren nächsten Pfad zu geleiten. Denn diese drei Becher enthalten Mondzuckerelixier, einen heiligen Trank. Dadurch wird das Licht der Monde in eure Seelen dringen. Champions, tretet vor und trinkt das Elixier. Ich auch? Moment. Der dritte Becher ist für die Mondgeweihte, die die Champions auf ihrem Pfad begleiten wird. Geweihte,
Tretet vor und trinkt das Elixier. Erfüllt ein Ziel. Spricht mit Kali oder... Ich spreche mal mit ihr. Dieses Elixier. Ich bekomme den Geschmack nicht von meiner Zunge. Fühlt ihr euch schon erleuchteter? Mir ist nur ein wenig schlecht. Seid ihr bereit anzufangen? Ja, nur ein wenig nervös. Der verdammte Mondzucker schlägt mir auf den Magen. Es ist diese Zeremonie. Nur eine lästige Formalität. Stumpfe Krallen, bringen wir es hinter uns. Bereit? Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Je schneller wir diese Sache erledigen, desto besser. Lasst uns gehen. Nun gut. Ich denke mal, dass hier... Kolovianer, ja, natürlich kommen hier? Die Gegner. Diese Bastarde haben meine Mutter umgebracht. Die schalten wir aus. Schalten wir die aus, dann schalten wir die aus. Im Laufschritt. Lass mich mal hier durch, ich sehe nichts. Den anderen auch hier. Wenn sie sagt, wir schalten die aus, dann schalten wir die aus. Ist doch klar. Ausschwärmen! So. Kolovianische Bastarde, wo steckt ihr? Ich weiß, da sind noch mehr von euch. Ich kann euch riechen. Sicher? Kommt heraus, stellt euch. Was ist hier los? Du ziehst dein Schwert, wenn du Angst bekommst, Kali. Das hast du schon als kleines Mädchen getan. Mutter, bist du das? Bereits als Kätzchen warst du voller Wut. Nach meinem Tod wurdest du noch wütender. Jetzt lachst und fluchst du abwechselnd. Mutter, wir haben dich vor so langer Zeit verloren und du hast uns so gefehlt. Warum bist du hier? Ich weiß, Kali, aber du und Schatza, ihr hattet einander. Eine Verbindung, die stärker war als dein Zorn. Stell dich jetzt deiner Vergangenheit. Stell dich meinem Zorn, bete an den Mondschreinen. Wisse, was zuvor geschah. Dass du dich dem stellen musst, was vor dir liegt in Mondhöhe. Denk an deine Leidenschaft, Kali. Beschütze deine Schwester und dein Volk. Werde, wozu du bestimmt bist. Warte, geh nicht. So, wir benutzen den Schrein. Wir beten quasi an ihrer Stelle. Hauptmann, ihr müsst euch zurückziehen. Es sind zu viele. Schafft meine Tochter hier raus, Feldwebel. Ich werde sie aufhalten. Sterbt, kolovianische Kunde! Ist das alles, ihr Bastarde? Kommt nur her! Ha! Sie schickten eine Hauskatze in den Kampf. Eine Verzweiflungstat. Kali. Schatza. Seid vorsichtig. Meine Mutter. Ich kann es nicht glauben. Warum? Was ist geschehen? Mutter war eine große Kriegerin, eine Kommandantin. Sie führte einen Trupp bei einem Feldzug an, um Orkru und Stromfeste von den verdammten Kolovianern zurückzuerobern. Das war vor fast 20 Jahren. Wie geht es euch? Warum fragt ihr das überhaupt? Es geht mir gut. Ich wusste schon als Junges, dass ich mich hier etwas Finsterem würde stellen müssen.
Daran haben die Mönche keinen Zweifel gelassen. Hier, wo immer wir als nächstes hin müssen. Der Pfad der zwei Monde. Das ist keine einfache Reise. Was meint ihr mit, wo immer wir auch als nächstes hin müssen? Die Mönche lehrten uns, dass wir uns nach dem Ende dieser mondverdammten Reinigung einer Art Herausforderung zu stellen haben, bevor wir auf dem letzten Pfad wandeln können. Wir sollten Hinweise darauf sehen, wohin wir gehen müssen, bevor das hier alles vorbei ist. Warum führte gerade eure Mutter diesen Trupp an? Mutter genoss großes Ansehen bei unserem Militär. Sie schulte die Jungen schon früh im Einsatz von Kralle und Klinge. Schatza saß danach immer da und las, und wir wechselten uns damit ab, Sprünge und Überschläge zu üben. Sie war so eine gute Lehrerin. Orkruhen Stromfeste? Städte in Elsweir, im Osten von Düne. Als Schatza und ich noch jung waren, haben die Kolovianer fast den gesamten Nordteil der Provinz annektiert. Sie dachten, unser Volk wäre aufgrund der Knarrhaten-Grippe zu geschwächt, um ihnen Widerstand zu leisten. Knarrhaten-Grippe? Eine schreckliche Krankheit. Ihretwegen sind viele Leute vom Angesicht Tamriels verschwunden. So haben wir auch unseren Vater verloren. Seid ihr bereit, weiterzugehen? Kali ist bereit. Braucht ihr noch etwas Zeit zum Ausruhen? Wenn ich eine Sache über solche Geistreisen weiß, dann, dass wir uns als letzte Prüfung höchstwahrscheinlich diesem General gegenübersehen werden. Und ich freue mich schon darauf, ihm meine Klinge in die Seite zu rammen. Dann geht mal vor. Oder ich gehe vor. Du hast meine Mutter getötet, du Bastard! Oh. Ihr seid schwach, genau wie eure Mutter. Eure Schläge lassen Stärke vermissen. Im vollen Block haut ihr mich hier weg. Meine Klinge hat das Blut des Mörders meiner Mutter gekostet. Ich sollte glücklich sein. Redlich, aber ich fühle nichts. Was meint ihr? Die Mönche lehrten uns, dass die Reinigung alte Wunden aufreißen würde, und ich erwartete eigentlich ein Gefühl des Sieges, des Triumphs zu spüren, wie nach einem Tag auf dem Schlachtfeld. Aber hier, er war nur eine weitere Gefahr, die ausgeschaltet werden musste. Ich glaube, ich verstehe, was meine Mutter mir sagen wollte. Was wollte sie euch sagen? Ich sollte mich nicht fragen, gegen wen ich kämpfen muss. Die Frage, die ich mir stellen muss, sollte lauten, warum kämpfe ich? Ich kämpfe, um die zu beschützen, die mir am Herzen liegen. Und die, die ich vielleicht eines Tages anführen werde. Vielen Dank, Geweihte. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Gern geschehen, Kali. Verschwinden wir von hier. So, weiter geht's mit Shaza. Kali, sie sieht nicht so gut aus. Was ist da drin geschehen? Sie wird wahrscheinlich selbst mit euch darüber reden wollen. Natürlich, habt ihr recht. Ich mache mir immer Sorgen darüber, dass Kali so schnell aus der Haut fährt. Doch genau das ist es, was sie zu solch herausragenden Leistungen antreibt. Seid ihr bereit anzufangen? Ja, wir müssen jetzt sehr gut aufpassen. Ich habe den Großteil meines Lebens damit verbracht, mich mit meinen Studien darauf vorzubereiten, was hier und heute beginnt. Lasst uns gehen. Geht voran, Shaza. Diese Hütte, dieser Ort, sollen das Opfer der Kahaten-Grippe sein? Auf jeden Fall sind es Grippeopfer, so wie es aussieht. Ich wusste noch nicht, dass sie so komisch aussehen, aber wer weiß, was man da nicht alles zusammenbrudeln kann, ne? Hier soll ich wohl meinen Führer treffen. Shaza, meine Tochter. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Vater? Du kennst dich inzwischen so gut in der Magie aus, meine Tochter. Deine Weisheit übertrifft die meine bei weitem. Vater.
Du bist mein Führer. Warum bist du hier? Was soll ich durch diese Reinigung lernen? Meine lernbegierige Shaza, Kätzchen, du und deine Schwester, ihr habt eine Verbindung, die über Wissen hinausgeht. Jetzt musst du dich meiner Vergangenheit stellen. Bete an den Mond schreien. Lerne von Kali, dass du dich dem stellen musst, was euch in Mondhöhe erwartet. Werde, wozu du bestimmt bist. Ich danke dir für deine Weisheit, Vater. Lebe wohl. Ja, und schon wieder werden wir das Beten übernehmen. Diese Krankheit. Wir sind schon seit Wochen hier und wissen nichts über sie. Wenn wir nicht wissen, wie sie sich ausbreitet, wie sollen wir sie dann behandeln? Wir haben schon Nien und Lanelor verloren. Wenn wir Orku jetzt nicht verlassen, wird die ganze Gruppe auseinanderbrechen. Okay, es geht nicht ohne, dass ich das hier... So. Die Grippe hat eine verheerende Wirkung auf die Stadt und die Kolovianer werden bald hier sein. Ihr müsst eure Tochter fortbringen. Alter Freund, es ist zu spät für mich. Shaza ist nun in euren Händen. Bringt sie sicher nach Hause. Ich werde tun, was ich kann, bevor es zu Ende geht. Okay. Shaza, bitte versuche tapfer zu sein. Ich bedauere, dass ich nicht für dich und deine Schwester da sein kann. Und ich bete, dass die Grippe niemals Düne erreicht. Kümmert euch um die Familie und vergesst eines niemals. Euer Vater liebt euch. Bei den Monden, er liebt euch. Mein Vater? Diese hätte wissen sollen, dass es eines unserer älteren Teile sein würde. Genau wie Mene Sebide Joe vor 400 Jahren. Was ist eurem Vater zugestoßen? Vater wurde vor 17 Jahren losgeschickt, um den Ausbruch der Knahatin-Grippe in Orkru einzudämmen. Die Krankheit stellte sich als ungemein verheerend heraus und er und seine Mannschaft starben. Ich war als Junges mit dabei. Wie geht es euch? Ich komme schon zurecht. Kali und ich wussten schon als Junge, dass wir uns hier etwas finsterem Würden stellen müssen. Ich frage mich nur, ich möchte wissen, was er vorhin meinte. Lasst uns gehen und es herausfinden. Ihr hattet die Knahatin-Grippe erwähnt. Eine Krankheit, eine geheimnisvolle Seuche, die über das Antlitz Tamriels fegte. Es heißt, die Argonier hätten damit Rache für die Gräueltaten genommen, die die Dunkelelfen ihrem Volk angetan hatten. Aber niemand weiß es mit Sicherheit. Sie hat Zombies erzeugt? Nein, ganz und gar nicht. Die Kreaturen in diesen Visionen. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Wartet, das ergibt am Ende doch alles einen Sinn. Diese Visionen sind ein Teil von mir. Beinahe so etwas wie Erinnerungen. Ich hatte schreckliche Angst vor den Opfern der Seuche. So viele Leichen. Ja, und das Geknalle gerade im Hintergrund, das war der Epi. Schöne Grüße an dieser Stelle. Warum führte euer Vater diese Mannschaft an? Vater war der talentierteste Alchemist in ganz Düne. Als wir noch jung waren, kamen Kunden aus ganz Hochfels, um seinen Rat einzuholen. Ich denke, dass die Mähne selbst Vater gebeten hat, sich um die Kranken zu kümmern. Seid ihr bereit, weiterzugehen? Ich bin bereit. Ich sollte euch jedoch warnen. Im nächsten Raum werden wir wahrscheinlich auf weitere dieser Monster stoßen, die wie Grippeopfer aussehen. Als Junges hatte ich schreckliche Angst vor ihnen. Macht euch bereit und vielen Dank. Geht voran, Shaza. Genau, geht voran, dann werdet ihr als erstes gefressen. Moment, wo müssen wir hin? Ja, vor Zombies habe ich keine Angst. Die Rappen des Vaters? Was? Dunkle Monde. Die Ratten des Vaters? Was hat die gerade gesagt? Ich habe es nicht ganz verstanden akustisch, weil sie dann so abgebrochen ist. Jetzt nimm das. Na, kommt ihr? Nicht weglaufen. Wie viele denn noch? Diese Männer und Frauen haben mit meinem Vater gearbeitet. Nien hat für uns gekocht. Sie hat sogar Gemüse gedämpft, wenn wir Renette gefragt haben. Es tut mir leid, Shaza.
Ich brauche euer Mitgefühl nicht, Geweihte. Das ist es, was mein Vater meinte. Das ist das, wovon er sprach, als er von Entschlossenheit redete. Ich muss forsch voranschreiten und nicht mehr zurückblicken. Wie eure Schwester? Ja, wie Kali. Ich habe zu viel Zeit mit meinem Studium verbracht. Zu viel Zeit mit staubigen Schriften und alten Worten. Aber hier geht es um Taten. Taten sind es, die von einer wahren Anführerin verlangt werden. Lasst uns gehen, Geweihte. Ja, da hat sie nicht ganz Unrecht. Ihr habt es geschafft, Geweihte. Die Champions haben ihren neuen Pfad betreten. Es bleibt nur noch das Ritual abzuschließen. Was wird jetzt geschehen? Der letzte Schritt, die Reinigung selbst. Bitte trete zurück, Mondgeweihte. Eure Reise als Champion ist zu Ende. Die abschließende Reinigung beginnt. Entspannt euren Körper. Beruhigt euren Geist. Lasst das Licht von Yone und Yode eure Zweifel und eure Reue davonspülen. Die Reinigung ist vollzogen. Schaza und Kali haben den Pfad der Mondchampions hinter sich gelassen. Die Reinigung ist vollzogen. Mondgeweihte, tretet vor und sprecht mit mir. Okay. Hab Dank, Geweihte. Ihr habt eure Rolle wunderbar erfüllt, so wie hunderte Mondgeweihte vor euch. Euch gebührt der Dank aller, die die hellen Monde anbeten. Gern geschehen. Mögen Yone und Yode über eure Schritte wachen und euch auch in den kommenden Prüfungen behüten. Und wir haben ein robustes Schild vom Set Skoma-Schmuggler erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Wundert euch übrigens nicht über das Gold in der letzten Zeit, weil wir haben aktuell noch ein Event am Laufen, wo wir mehr erhalten. Ja, ich dachte, sie sagt noch was, aber anscheinend nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie jetzt der Übergang ist. Da gehen sie dahin. Die beiden, ja, Mondchampions, sag ich mal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie jetzt der Übergang ist. Ich denke mal, sobald ich rausgehe, werde ich dann wohl eine neue Quest erhalten. Ich werde hier aber auf jeden Fall erstmal einen kleinen Cut machen und wir werden dann in der nächsten Folge sehen, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!